31.000 Zuschauer. Darauf habe ich nicht gewartet. Und es war so, dass ich ein paar Freudentränen geweint habe. Es macht einen großen Unterschied, im großen Stadion zu spielen. Und das mit dieser Menge an Fans. Sie waren da für das Team. Ihre Unterstützung war in dieser Partie sehr wichtig. Die Aufgabe des FC Köln hier war einfach nicht die leichteste. Sie mussten gewinnen, weil was anders eine enge zukünftige Abstiegskampf bedeutete. Guck mal an. Diese drei Punkte, die sie genommen haben, sind ein großartiger Erfolg. Wir alle könnten da sehen, dass die Kölnerinnen fühlten, sie hatten Konsequenz, als sie auf dem Rasen des großen Stadions eingetreten sind. Und ja, diese 31.000 Zuschauer waren nicht enttäuscht. Das Stadion war Emotion pur. Und lass uns mal lesen, was Kicker sagt. Was ist das? Nehmt gerade unbedrängt einen Querpass nicht stoppen und kommt dann ins Straucheln. Schima schaltet blitzschnell, schnappt sich den Ball und läuft alleine auf Bank zu. Die SVW-Keeperin kann sich nur noch mit einem Foul behelfen. Ja, es war traurig. Elfmeter und Gelb sind die Folgen. Und als dass wir das lesen können, ja, 1:0. Schima bleibt vom Punkt eiskalt und verwandelt sicher zur Führung für die Kölnerinnen. Das ist der Ausgleich und er hat sich angedeutet. Lürsen kann vor der linken Seite unbedrängt nach innen flanken. Mosehan keine Mühe hat, völlig freistehend zum 1:1 einzuköpfen. Und dann die schönste Geschichte dieses Spiels. Wamsa. Wie aus dem Nichts. Das 2:0 für den FC. Jankowska flankt von der linken Seite. Aus kurzer Distanz drückt Wamsa den Ball mit dem Bauch über die Linie. Tor. Und ich war sehr glücklich. Es macht mich sehr glücklich, dass sie eine Stammspielerin jetzt ist, weil sie bei Eintracht viel Zeit auf der Ersatzbank verbracht hat. Es war nicht fair. Sie ist Energie pur. Sie war sehr wichtig in dieser Partie beim Verteidigen, in Laufduellen, Zweikämpfen und im Angriff. Meine Bewunderung für sie und für Paula Hoppe und noch einmal Livia Peng. Ohne Zweifel großartige Deuterinnen. Ich möchte lesen, was Carlotta Wamsa über ihre Erfahrung in diesem Spiel sagt. Der Tag war richtig einfach unfassbar. Es war so geil, hier zu spielen und ich bin so überwältigt. Das Gefühl beim Tor zum 2:0 kann ich nicht in Worte fassen. Natürlich, wir haben versucht, den Fans mit unseren Leistungen auf dem Platz etwas zurückzugeben und haben uns dann in den Kurven für die Unterstützung bedankt. So ein Sieg beflügelt uns und wir nehmen jetzt die ganze Kraft und die ganze Power mit ins nächste Spiel. Wir füllen das Stadion wie sonst keiner in der Liga, absolut. Und ich hoffe, dass wir auch weiter für große Begeisterung sorgen können. Und Werder Bremen sagt, Köln hat es ein Stück weiter mehr gewollt. Ich glaube, dass wir heute im Großen und Ganzen einfach nicht konstant unsere Leistung auf den Platz gebracht haben und uns dadurch selbst geschwächt haben. Die Kulisse war grandios. Das war für mich das erste Mal bei einem Auswärtsspiel mit so vielen Fans im großen Stadion. Das ist schon auch irgendwie cool, wenn man das ganze Stadion gegen sich hat. Das ist nochmal was anderes als zu Hause. Ja. Ich denke, diese Nachricht ist die Nachricht des Spieltages. Absolut. Hier werde ich eine Frage beantworten.
die ich in vorigen Videos gefragt habe. Was wird aus Werder Bremen ohne Lina Hausicke passieren? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Werder bleibt stark und mutig. Ja, sie konnten dieses Spiel nicht gewinnen, aber sie haben super Fußball gespielt. Abonnieren Sie meinen Kanal und in den Kommentaren schreiben Sie mal, was Sie über dieses Spiel denken. Daumen hoch und ja, wir treffen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen!